geehrte Damen, sehr geehrte Herren, vielen Dank für die lange Einführung. Ich habe es zwar nicht verstanden, weil ich des Tschechischen nicht mächtig bin, aber ich denke, es waren sehr nette Worte, um mich hier auch zu begrüßen. Ich darf hier vor Ihnen einen Vortrag halten. Es geht um Modernisierungsbeispiele von Klima- und Kälteanlagen. Das ist ein sehr interessanter Bereich, weil doch sehr viele Anlagen mittlerweile in die Jahre gekommen sind und allein schon aus den energetischen Gesichtspunkten hier einer Modernisierung bedürfen. Sie werden einige Beispiele hören. Zunächst zu meiner Person. Mein Name ist Michael Hofmann. Ich arbeite seit vielen Jahren bei der ZIL-ABEC in Deutschland, die Muttergesellschaft, und unterstütze in dieser Funktion als Projektingenieur etliche unserer Niederlassungen auf der ganzen Welt, speziell auch die tschechische Niederlassung in allen möglichen Lebenslagen, ob das jetzt technische Fragen sind, Unterstützung, persönlich, Betreuung, kaufmännische Fragen oder wie auch immer. Alles, was so im täglichen Leben auf uns zukommt, schauen wir, dass wir so gut wie möglich unterstützen. Kurzer Inhalt von der Präsentation. Ich werde Ihnen ein paar Worte zum Unternehmen ZIL-ABEC sagen. Dann einen Ventilator-Vergleich oder Vergleich von Systemen am Beispiel einer RLT-Anlage oder eines RLT-Gerätes. Dann zeige ich Ihnen 4 Beispiele auf, unterschiedlichste Aufgabenstellungen, Lösungen. Dann kommen noch ein paar Argumente zum Kundennutzen. Was hat der Kunde davon, Anlagen zu modernisieren? Und letztendlich der Schlüssel zum Erfolg. Wie kann man solche Projekte umsetzen, um diese auf einen modernen Stand zu bringen? Das Unternehmen ZIL-ABEC ist unterteilt in 3 Geschäftsbereiche. Das ist die Lufttechnik, das ist die Antriebstechnik und der Bereich Automotiv. Automotiv ist der neueste Bereich. Lufttechnik ist der größte Bereich mit Abstand. Ungefähr 70% des Umsatzes werden über die Lufttechnik generiert. Und dazu noch die Antriebstechnik mit einem typischen Produkt hier, Aufzugsmotoren, getriebelose Aufzugsmotoren. Zur Unternehmensstruktur. ZIL-ABEC ist eine Aktiengesellschaft in privater Hand. ZIL-ABEC SE, dieses SE war früher mal die typische AG. SE steht für Societas Europaea und ist die europäische Rechtsform dieser Aktiengesellschaft. Wir haben 4 Vorstände. Den Herrn Fenkel, CEO, den Herrn Regle, CFO, ein Herr Schuster, CTO und der Neueste an Bord, es ist auch der Größte, der Herr Dr. Weiß ist CEO, seit gut einem Jahr bei der ZIL-ABEC beschäftigt. Um einfach letztendlich dem stetigen Wachstum Rechnung zu tragen, hat man sich noch einen 4. Vorstand mit hier ins Boot genommen, um die Aufgaben auf weitere Gebiete aufzuschultern. Geschäftsbereich Lufttechnik, wie gesagt, ist der größte Bereich. Es werden hier Axial-Radial-Ventilatoren gebaut von Durchmessern, man spricht immer von Flügeldurchmessern, 120 bis 2 Meter hoch in AC- und EC-Technologie und dazu auch die integrierte oder intelligente Regel- und Steuersysteme. Im Bereich Antriebstechnik sind die beiden Hauptgebiete getriebelose Aufzugsmaschinen, aber auch Sonderantriebe, wie Sie hier rechts sehen, das ist ein Antriebsmotor für Computertomographen. Der Bereich Automotive, unser neuester Bereich, hier werden sogenannte Radnabenantriebe gebaut und vertrieben. Hier sehen Sie einen Radnabenantrieb, eine komplette Achse für Busse und LKWs. Und der Radnabenantrieb ist ein Motor, auch auf EC-Technologiebasis, der größte Motor, den wir bauen. Der sitzt direkt in der Felge drin und treibt hier eine komplette Achse eines Busses oder LKWs an, um letztendlich den Dieselmotor oder Benzinmotor zu ersetzen. Das zu ZIL-ABEC. Gehen wir über Ventilatorsysteme im Vergleich. Nur exemplarisch mal genannt. Viele Anlagen verwenden Gehäuseventilatoren, entweder vorwärts gekrümmte Laufräder mit Riemenantrieb, rückwärts gekrümmte Laufräder mit Riemenantrieb. Neuere Systeme sind zum Beispiel sogenannte freilaufende Räder. Um was geht es? Es geht oft um Erhöhung der Systemwirkungsgrade. Und hier exemplarisch diese 3 Beispiele aufgezeigt.
Hier haben wir den vorwärts gekrümmten Riemen getrieben, einen rückwärts gekrümmten Riemen getrieben und ein freilaufendes Rad. Hier am Beispiel mit einem FU. Es gibt aber auch die freilaufenden Räder noch mit EC-Antrieben, sodass mit EC-Antrieben letztendlich der Wirkungsgrad nochmal gesteigert wird und höher liegt als mit herkömmlichen Systemen. Was kann man noch erzielen mit freilaufenden Rädern? Es geht auch um raum- und kostensparende Bauweise. Sieht man in der oberen Skizze noch ein rückwärts gekrümmt, einen Gehäuseventilator, egal ob vorwärts oder rückwärts gekrümmtes Laufrad mit Riementrieb. In dieser Baulänge kann man sich durch Umrüstung auf ein freilaufendes Rad wesentliche Reduzierungen in der Bauweise, in der Bauart rausholen. Einsparung der Gehäuselänge in diesem Beispiel zum Beispiel 32%. Gehen wir über auf einige Beispiele. Sie sehen eine energetische Sanierung, eine Modernisierung von Rückkühlern, ein Retrofit-Projekt einer Umspannstation und eine Erneuerung einer Abluftanlage in einem Krankenhaus. Gehen wir zum ersten Fall, energetische Sanierung einer Halbleiterproduktion. Die Aufgabenstellung war hier hauptsächlich Einsparpotenzial von den Betriebskosten und auch für erhöhte Betriebssicherheit zu sorgen. Wie hat man das geschafft? Man hat drei Axialventilatoren, hier sieht man sie auch, den Motor hier an der Seite, hat man umgerüstet auf eine sogenannte Fanwall mit 27 kleineren Radialventilatoren, diese an eine Wand gesetzt und entsprechend als Fanwall eingebaut. Dies sorgt letztendlich für Betriebssicherheit, wenn mal ein Ventilator ausfällt. Laufen die anderen 26 noch? Hingegen, wenn hier ein großer Axialer ausfällt, laufen nur noch zwei. Und entsprechend ist die Luftmenge natürlich wesentlich niedriger als in dem Beispiel mit den Radialventilatoren. 26 laufen noch, anstatt original 27 Stück. Was hat man noch erreicht? Neben der Erhöhung der Betriebssicherheit durch die echte Redundanz, es wurden die Strömungsverhältnisse wesentlich verbessert durch eine wesentlich homogenere Durchströmung. Und nebenbei hat man auch noch eine akustische Verbesserung erzielt von insgesamt 21 dB. Die Servicefreundlichkeit konnte auch erhöht werden durch einfacheres, leichteres Handling. Kleinere Ventilatoren wiegen nicht so viel, können wesentlich besser ein- und ausgebaut werden als einzelne große Ventilatoren. Und der Betreiber hat noch die Möglichkeit, das System irgendwann mal zu erweitern, in seine Regeltechnik einzubinden, wenn man den Ventilatoren sogenannte Modbus-Module zur Ansteuerung und zum Monitoren reingibt und diese noch ergänzt. Die Investition lohnte sich für diesen Betreiber. Innerhalb von 2,5 Jahren hat er die Anlage letztendlich amortisiert, die Investitionskosten entsprechend haben sich ausbezahlt und nach 2,5 Jahren geht er in die Gewinnzone rein. Und letztendlich dann lohnt es sich für ihn anhand der Betriebskosten. Das zweite Beispiel zeigt Ihnen die Modernisierung von Rückkühlern. Die Aufgabenstellung war hier eine andere. Der Betreiber hat gerne eine gewisse Reserve für die heißen Sommermonate angefragt. Und auch speziell, weil eine sehr sensible, kritische Nachbarschaft vorhanden war, hat er gebeten, dass sich das Geräusch reduziert. Sie sehen hier auf der rechten Seite sehen Sie die Altanlage mit herkömmlichen Ventilatorsystemen und auf dieser Seite hier nochmal den einzelnen Ventilator herkömmlich und hier schon auf das neue System, wir nennen das bei Zilabec ZA-Plus-System, umgerüstet. Lösungskonzept war dieses, dass man 64 bisherige Axialventilatoren, auch in dem Fall ein älteres Modell von Zilabec, ein sogenannter FE080 Ventilator, mit ZA Plus, das neueste System von Zilabec, umgerüstet hat. Man hat vor Ort Volumenstrom- und Akustikmessungen durchgeführt, um letztendlich den Betriebspunkt der bestehenden Anlage ausfindig machen zu können. Dann hatte man die Basis geschaffen, um auf dieser Basis letztendlich ein Lösungskonzept zu entwickeln, das wie gesagt auf Basis ZA-Plus-Ventilatoren mit EC-Technologie letztendlich realisiert wurde.
Man hat Energieeinsparungen von etwa 37% bezogen auf den ursprünglichen Betriebspunkt erreicht, eine akustische Verbesserung um 2 dB pro Ventilator und speziell nochmal der letzte Punkt, eine Reserve für den Volumenstrom von 57% für die heißen Sommermonate. Heißt letztendlich, wenn die Umgebungstemperaturen in die Höhe steigen, hat der Ventilator immer noch genügend Leistungsreserve und muss nicht abgeschaltet werden. Bei dieser Anlage hat man eine Amortisation von knapp 3 Jahren errechnet. Das nächste Beispiel ist eine Umspannstation in Rotterdam im Hafen. Britnet ist der Auftraggeber gewesen. Es ging bei diesem Projekt darum, das Unterseekabel, das von Rotterdam nach England rüberfährt, auf die Isle of Grain in UK, in England. Auf jeder Seite gibt es eine sogenannte Umspannstation und diese Umspannstation wurde erneuert. Hier sehen Sie ein paar Kennzahlen, Kenndaten zu diesem Projekt. Die Bilder zeigen auch die Altanlage sowie die neuen Systeme. Relativ große Anzahl an Ventilatoren. Die Beweggründe des Auftraggebers waren hier vor allem Reduzierung der Betriebskosten und eine Reduzierung der Wartungskosten. Ein Ziel bzw. eine Vorgabe des Betreibers war außerdem, die Umrüstung innerhalb von 3 Tagen während des normalen Wartungszyklus oder Wartungsintervalls durchzuführen. Alle halbe Jahre findet ein Wartungszyklus statt, an dem die Anlage steht und innerhalb von 3 Tagen war die Aufgabestellung, die komplette Anlage umzurüsten und wieder in Betrieb zu nehmen. Besonderheit bei dieser Anlage war, um die Wartungskosten deutlich reduzieren zu können, dass die Ventilatoren, man sieht es hier auf den Bildern, mit einem sogenannten Klappmechanismus versehen wurden. Sie können sich das vorstellen, wie bei der Toilette der Klodeckel oder der Toilettendeckel, im Prinzip dasselbe System, mit ein paar Schrauben. Der Ventilator kann aufgeklappt werden und somit ist das Innere der Anlage, der Wärmetauscher und so weiter, zugänglich für irgendwelche Reinigungsarbeiten. Das war die Besonderheit bei dieser Anlage hier. Amortisationszeit in Bezug auf die Betriebskosten waren hier 3 Jahre, in Bezug auf die Wartungskosten 2 Jahre. Das letzte Beispiel, hier geht es um eine Erneuerung einer Abluftanlage in einem Krankenhaus direkt in New York. Aufgabenstellung war hier, relativ alter Radialventilator wurde hier umgerüstet, weil der Schwingungen erzeugt hat und aufgrund der Schwingungen auch ein erhöhtes Geräuschniveau aufgezeigt hatte. Außerdem sollte hier die Betriebssicherheit erhöht werden. Und die Anlage sollte in Zukunft möglichst wartungsfrei funktionieren. Hier sieht man nochmal die Punkte zu der Aufgabenstellung. Lösungskonzept war dieses, dass Zilabec seinem Kunden technische Unterstützung während der Projektphase wie auch Vor-Ort-Service bei der Ausführung und Umrüstung gegeben hat. Und Zilabec Kunde, in dem Fall die Firma, die die Umrüstung durchgeführt hat, garantiert dem Endbetreiber der Anlage die gewünschten Verbesserungen. Also es war eine Zusammenarbeit zwischen Zilabec, dem Zilabec-Kunden, der die Anlage umgerüstet hat, und dem letztendlichen Endbetreiber. Sie sehen hier die Einsparungen, Amortisation in knapp 3 Jahren, Eliminierung der Schwingungen, dadurch Reduzierung des Geräuschpegels auf ein Minimum. Betriebssicherheit wurde dadurch erzielt, dass ein Ventilator durch 3 neue Ventilatoren im Parallelbetrieb ersetzt wurde. Hier sieht man die Ventilatoren nebeneinander. Wartungsfreie Anlage durch Einsatz von freilaufenden Rädern im Vergleich zu riemengetriebenen Ventilatoren, wo der Riemen einem gewissen Verschleiß unterliegt und regelmäßig gewartet werden muss, sowie Reduzierung der Betriebskosten durch Einsatz von modernster EC-Technologie. Hier sehen Sie diese Abluftanlage im vorherigen Zustand auf der linken Seite, wie auch in dem Zustand nach dem Umbau mit den 3 Ventilatoren im Parallelbetrieb. Gehen wir über von den Beispielen zu dem Kundennutzen. Welche Beweggründe gibt es für Investitionen?
Diese sind sehr vielfältig und jeder Betreiber, jeder Investor hat andere Vorstellungen, warum eine Anlage modernisiert werden kann oder sollte. Zu nennen sind hier zum Beispiel Betriebskosten reduzieren. Das wird sicherlich ein Hauptbereich sein. Dies schafft man durch Einsatz von hocheffizienten Systemen wie EC-Technologie, beziehungsweise wenn bei dem drehenden Teil die Aerodynamik, der Axialflügel, das Radiallaufrad entsprechend von der Aerodynamik so gestaltet ist, dass die Luft sehr präzise und sehr wirtschaftlich durch die Anlage durchgedrückt wird. Ein weiterer Punkt sind Instandhaltungs- und Wartungskosten zu reduzieren. Dies schafft man durch Einsatz von wartungsfreien Ventilatoren wie freilaufenden Rädern im Vergleich zu riemengetriebenen oder auch durch intelligente Lösungen. Sie haben das Beispiel gesehen mit diesem klappbaren Ventilator. Ein weiterer Punkt sind Geräuschemissionen zu reduzieren durch Einsatz von sehr leisen Ventilatoren. Dazu zählt eine sehr gute Aerodynamik, dass möglichst geringe Verwirbelungen beim Durchströmen des Laufrades entstehen oder eine optimierte Luftführung bzw. Installation der Komponenten. Das ist auch ein sehr wichtiger Faktor, dass einfach der Ventilator oder andere Komponenten optimal in der Anlage platziert werden, damit einfach die Luftdurchströmung wesentlich besser funktioniert als vielleicht noch bei Altanlagen. Man kann die Betriebssicherheit erhöhen, wurde auch schon bei den Beispielen mehrmals genannt. Dies schafft man durch Einsatz mehrerer kleiner anstatt eines großen Ventilators. Wenn einer ausfällt, arbeiten die anderen immer noch weiter. Weitere Gründe: notwendige Leistungsreserven wegen den heißeren Sommern. Der Klimawandel kommt hier auch zu Trage. Durch Einsatz von leistungsstärkeren Ventilatoren bei gleicher Baugröße. Man kann eine bessere Kontrolle und Überwachung einer Anlage erzielen durch Einbindung der Ventilatoren in Netzwerke. 20 Jahre zurück hat man das noch nicht so durchgeführt. EC-Ventilatoren geben die Möglichkeiten. Vernetzung durch Modbus, Canopen, Profibus, Lohn, EtherCAT und so weiter ist mittlerweile möglich. Letztendlich auch geben gesetzliche Verordnungen einen Impuls für Investitionen. Hier nur beispielhaft ERP-Richtlinie genannt, Energy Related Products, kommt auch aus dem weltbekannten Kyoto-Protokoll, das war der ausschlaggebende Punkt. Und die Europäische Union hat entsprechend diese Vorgaben auf Basis von sogenannten ERP-Richtlinien in die Umsetzung gebracht. Dann auch noch veränderte Rahmenbedingungen am Aufstellort. Sie hatten vorher schon mal die sensible Nachbarschaft von mir gehört. Das sind auch Punkte, wenn es hier kritische Bereiche gibt in Mischgebieten, wo einfach die Nachbarschaft sehr sensibel ist, ist es vorteilhaft, neue Systeme, leisere Systeme einzubauen und auf diese umzurüsten. Sie sehen aus diesen vielfältigen Möglichkeiten und Beweggründen, dass letztendlich jedes Unternehmen, jeder Investor einen anderen Beweggrund hat und entsprechend wird jedes System Retrofit wird seinen eigenen Charakter haben, wird in der Art einzigartig und auch einmalig sein. Jedes Projekt stellt die beteiligten Unternehmen vor neue Aufgabenstellungen und Lösungen. Der Schlüssel zum Erfolg. Hier ist nur beispielhaft einfach mal ein Weg aufgezeigt, wie so eine Umrüstung einer Anlage passieren kann. Man macht eine Bestandsaufnahme der bestehenden Anlage, um einfach die Parameter vor Ort sauber zu dokumentieren. Man beschafft sich Dokumentationen, man macht eine Inspektion vor Ort, eventuell auch Messungen. Auf dieser Basis erfolgt eine Bewertung oder eine Beurteilung. Und man arbeitet das Verbesserungspotenzial heraus. Man gleicht es ab mit den Wünschen des Investors, des Auftraggebers. Man erstellt ein Lösungskonzept. Man braucht hier am besten Zusammenarbeit zwischen ausführenden Firmen und dem Engineering, zum Beispiel mit Silabec. Und auf dieser Basis erstellt man einen Budgetplan, wo auch die Amortisation, ROI, Break-Even-Point und der zeitliche Aufwand dargestellt wird, damit dem Investor letztendlich klar gemacht wird, welche Vorteile hast du von deiner Investition. Und letztendlich, wenn alles
erfolgreich läuft, der Investor überzeugt werden konnte, dass ihm eine Umrüstung, ein Retrofit etwas bringt, dann würde er letztendlich die beteiligten Unternehmen beauftragen. Erfolgt die Ausführung, die Inbetriebnahme und die Abnahme durch den Investor. Es sind meistens mehrere Firmen an solchen Umrüstungsprojekten beteiligt. Der Investor, das ist der Betreiber der Anlage in den meisten Fällen. In dem Fall kann es mal ein Auftragnehmer sein, eine Installationsfirma. Und Zielabeck tritt als Subunternehmer in beratender, unterstützender Funktion auf. Man braucht hier am besten eine Partnerschaft zwischen Installationsfirmen und Zielabeck. Es kann auch mal die Konstellation direkt umgedreht sein. Zielabeck wird beauftragt und holt sich noch eine Installationsfirma als Partner hier mit rein, um hier zu unterstützen. Wir haben gewisse Engineering-Möglichkeiten, um letztendlich Einsparpotenziale aufzuzeigen. Wir können unsere Ventilatoren auslegen auf den Betriebspunkt. Wir zeigen auf, welche Möglichkeiten das es gibt, einen hochmodernen Ventilator einzusetzen und haben entsprechend auch die Produkte bei uns im Portfolio mit drin. Einfach Produkte nach Maß, die in Weiterentwicklung von Radialprodukten, wenn man zurückschaut, 20 Jahre, da war noch ein Freiläufer mit IE1 Wirkungsgradmotor der Standard, entsprechend ein relativ niedriger Systemwirkungsgrad mit 58%, das geht hoch, eine andere Laufradgeometrie, dann Erhöhung der Wirkungsgrade bei den Motoren bis hin zu EC-Motoren, in dem Fall PM Blue mit aufgesetztem Controller. Da geht der Systemwirkungsgrad deutlich in die Höhe. Das ist einfach, was so die letzten 20 Jahre passiert ist im Radialbereich. Im Axialbereich dasselbe. Die Profilierung, das Design von den Flügeln hat sich deutlich verbessert. Von einem gesichelten Flügel gehen wir über auf gezackte Hinterkanten. Man sieht es jetzt ein bisschen schlecht auf dem Foto. Der sogenannte FE2 OLED-Flügel. Und diesen dann mit EC-Motor gepaart und das Ganze dann noch letztendlich in ein speziell designtes Gehäuse reingesetzt, welches auch erhebliche energetische Vorteile mit sich bringt. Da haben wir dann auch letztendlich die Weiterentwicklung in diesem Bereich und die deutliche Erhöhung von den Wirkungsgraden, sehen Sie hier auf der senkrechten aufgetragen. Vernetzung war ein Thema. Es geht immer mehr über, die Ventilatoren in die Regeltechnik einzubinden, um auch letztendlich eine Anlage sehr gut überwachen zu können. Dazu stehen uns letztendlich nicht nur die Motoren, die Ventilatoren zur Verfügung, sondern auch die entsprechende Regeltechnik. Und wir nennen eine einheitliche Bedienbarkeit, eine sehr einfache Bedienbarkeit, nennen wir letztendlich alle unsere Produkte ZA-Code. Um diese mit einer einheitlichen Plattform letztendlich für die Kunden, für die Betreiber bedienerfreundlich gestalten zu können. Hier nochmal die Punkte. ZA-Code steht für identischen Anschluss, identische Erweiterungsmöglichkeiten in Bussysteme und identische Erweiterung mit Controller-Intelligenz. Wenn Sie Interesse haben, wenn Sie jemanden kennen, der in diesen Bereichen beschäftigt ist, tätig ist, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere tschechische Niederlassung steht Ihnen Gewehr bei Fuß. Wir sind in Brünn ansässig und haben auch einen Vertriebsmitarbeiter in der Slowakei, den Peter Pribyl. So, zum Schluss möchte ich Ihnen noch aufzeigen, wie Sie innerhalb kürzester Zeit eine Abluftanlage modernisieren können. Der Kollege von der Technik startet, denke ich, jetzt den Film. Das ist im Prinzip genau das Beispiel von dem Krankenhaus in New York. Das schaffen wir durch einen Zeitrafferfilm natürlich. Ja, Sie sehen hier die Altanlage. Die Monteure machen sich an der Anlage zu schaffen, erstmal die ganzen Gehäuse, Verblendungen zu demontieren. Hier sieht man jetzt schon innen drin den Ventilator, da ist er schon verschwunden. Die Kanäle müssen natürlich angepasst werden. Trennbleche werden eingebaut, weil anstatt einem Ventilator jetzt drei Ventilatoren eingebaut werden. Die elektrischen Anschlüsse müssen verändert werden. Die Regeleinheit sehen Sie jetzt vorne dran, dieses graue Kästchen. So, die neuen Ventilatoren auf Basis EC sind schon eingebaut. Jetzt geht es wieder an die elektrische Montage.
Oben wird schon der Abluftkanal erneuert. So, Gehäuse geschlossen. Und das war's. Innerhalb von einer Minute eine Abluftanlage modernisiert auf den neuesten Stand. Ich bin am Ende meines Vortrags. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.